Hallo und herzlich willkommen bei Bananenbrot TV. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und wie ihr seht, es ist total ungewohnt, diese Umgebung hier für euch. Heute wird nicht gekocht. Ich habe zum ersten Mal wieder M gesagt. Heute möchten wir euch etwas erzählen. Ein bisschen was über vegane Ernährung. Okay. Und was mit eurem Körper passiert, beziehungsweise auch mit eurem Kopf, wenn ihr euch für ein Jahr ungefähr vegan ernährt habt. Also wir leben jetzt seit etwas über einem Jahr ungefähr vegan und dann haben wir uns überlegt, dann könnten wir euch mal unsere Erfahrungen teilen mit ein paar Sachen, die halt auch wirklich belegt sind, was mit eurem Körper passiert, wenn ihr euch für ein Jahr vegan ernährt. Also die ersten Fortschritte bzw. Erfolge, die bekommt ihr schon nach 7 Tagen ungefähr. Jawohl, denn was passiert in diesen 7 Tagen? Also als erstes wird man etwas aufmerksamer. Das Bewusstsein wird ein bisschen aufmerksamer, weil man geht ganz anders an die Ernährung ran, wenn man sich dafür entscheidet, vegan zu leben. Denn man möchte ja einfach wissen, was esse ich überhaupt? Also ihr befasst euch ganz anders mit den Lebensmitteln. Man muss ja auch wissen, was man da isst. Denn es geht ja auch darum, welche Nährstoffe bringt mir dieses Produkt oder dieses Produkt. Also da wird man schon mal sehr aufmerksam und auch ein bisschen fitter und wacher fühlt man sich schon nach einer Woche, wenn man es richtig macht. Und wer sich vegan ernährt, der schaut halt auch einfach mehr auf die Produkte, isst weniger Fertigprodukte. Denn das ist auch unheimlich wichtig, denn ungefähr 80% der Krankheiten der deutschen Bevölkerung sind einfach auf schlechte Ernährung zurückzuführen. Das ist Fakt, das ist wissenschaftlich belegt. Du bist, was du isst. Das dürft ihr nie vergessen. Und wenn ihr es richtig anstellt, wobei ich immer sage, es gibt gar kein wirklich richtig oder falsch, aber wenn man halt sich sehr gesunden vegan ernährt, dann kann man auch in kürzester Zeit unheimlich schnell Gewicht verlieren. Was bei mir persönlich jetzt nicht der Fall war. Ich muss sagen, ich habe eigentlich mehr zugenommen, aber es hat auch folgenden Grund. Es schmeckt einfach nur geil. Und ich teste gerade wirklich alles durch. Ich teste alles durch mit pflanzlicher Sahne und dann gibt es so viele Süßigkeiten, die man doch essen kann, weil sie echt vegan sind. Auch Knabbereien und so. Und bei Adam ist es so, das, was er abgenommen hat, habe ich zugenommen. Klingt komisch, ist aber so. Stimmt? Wir haben getauscht. Ja, wir haben getauscht. Es ist jetzt mal ein bisschen andersrum. Naja, mir ist es egal, denn ich persönlich kann jetzt schon sagen, aber da komme ich gleich wirklich drauf zurück, dass ich mich nach einem Jahr viel besser fühle. Denn jetzt wollt ihr mit Sicherheit wissen, was passiert, wenn ihr euch ca. 30 Tage lang vegan ernährt habt. Da passiert Folgendes mit eurem Körper. Als erstes sinkt einmal der Blutzuckerspiegel, LDL-Cholesterin, also das schlechte Cholesterin wird gesenkt. Und was ich ganz, ganz toll finde, ist gerade für Menschen mit Bluthochdruck, auch der wird reguliert und gesenkt. Und das ist wirklich belegt. Ja, das ist so. Stimmt's? Ist bei mir passiert. So, bei Adam ist es nämlich so, dass er immer zu etwas erhöhtem Blutdruck neigte, obwohl er sehr sportlich ist, obwohl er sich immer gut ernährt hat und nicht so rumschludert mit der Ernährung, so wie ich. So, das sind eigentlich so die Vorteile, die so nach einem Monat eintreten. Natürlich wird man auch immer weiter, immer fitter und man fühlt sich immer besser und es verändert auch im Kopf unheimlich viel. Und dann kommen wir eigentlich auch jetzt schon zu dem Punkt, was sich nach einem Jahr verändert hat. Also nach einem Jahr kann man sagen, dass sich so gesundheitlich alles manifestiert, sodass es alles fester wird und dass man halt wirklich die Nährstoffe aufnimmt, die man braucht über vegane Ernährung. Das bekommt ihr alles über die vegane Ernährung. Wer erzählt, ihr müsst dann supplementieren, ihr braucht diese Nährstoffe oder diese Nährstoffe, das stimmt nicht. Das ist falsch. Das Einzige, was man wirklich supplementieren sollte, ist B12. Das wissen die meisten von euch auch. Das könnt ihr natürlich über tierische Produkte aufnehmen, was ihr als Veganer nicht tut. Und es ist nämlich auch so, alle sagen immer, ja, ihr kriegt kein B12, weil ihr kein Fleisch esst. Ja, aber warum bekommt denn der Fleischfresser sein B12? Nicht, weil die Kuh, das Schwein, das Huhn, das Lamm, die Ziege oder was die alles futtern, weil die es selbst produzieren. Nein, auch Tiere bekommen es über die Nahrung supplementiert. So, das ist also wirklich das, was man so sagen kann, was nach einem Jahr passiert. Und unsere persönlichen Erfahrungen, die sind jetzt so, ich habe eine Autoimmunerkrankung, eine rheumatische Erkrankung und ich kann sagen, dass seitdem ich keine tierischen Produkte mehr esse, komplett gar keine mehr, sind diese Entzündungswerte zurückgegangen. Ich fühle mich viel besser. Ich konnte morgens aus dem Bett rauskriechen. Ich konnte kaum die Treppe runterlaufen. All das ist jetzt weg. Das schützt natürlich nicht vor einem Rheumaschub, den man immer wieder mal bekommen kann. Aber
Es steigert einfach die Lebensqualität. Das ist einfach so. Und warum wir uns damals dazu entschieden haben, überhaupt vegan zu leben, das war erst eigentlich nur aus gesundheitlichen Gründen, aber schon nach kurzer Zeit, das hat wirklich nur so ein paar Wochen gedauert, dann kam so dieses Gefühl so hoch, diese Ethik. Dieser Ethikgrundsatz einfach, jeder hat das Recht zu leben, auch ein Tier. Und ein Tier hat keine Stimme und wer vegan ist, der erhebt die Stimme für das Tier. Denn es ist einfach tatsächlich so, dass die Fleischprodukte, die es in den Supermärkten gibt, die kommen nur durch Massentierhaltung. Es sind keine Einzelfälle, es ist weltweit so. Diese Nutztierhaltung, die schädigt der Umwelt, die schädigt dem Tier, die schädigt den Menschen. Es ist nicht gesund, es ist weder für die Tiere gesund noch für den Menschen. Und deswegen macht es einfach auch Sinn, auf Fleisch zu verzichten. Und jetzt seid ihr gefragt. Jetzt möchten wir von euch wissen, wie eure Erfahrungen mit der veganen Ernährung sind. Warum habt ihr euch entschieden, vegan zu leben? Was habt ihr erlebt in dieser Zeit, seitdem ihr vegan lebt? Schreibt es in die Kommentare mit dem Hashtag vegan für eine bessere Welt. Richtig? Seid aktiv dabei bei diesem Video, denn das interessiert uns wirklich sehr und so können wir vielleicht etwas verändern. Und wenn euch das Video gefällt, beziehungsweise wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like für uns da, abonniert unseren Kanal. Ja. Und hier unten haben wir noch ein weiteres Video für euch, eine Playlist für euch, schaut mal rein und wir sagen einfach nur noch Ciao mit V, Bananenbrot TV.